Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ist mal wieder ein bisschen länger gewesen, als das letzte Video online kam, aber wir haben endlich genügend Content, damit wir darüber reden können. Keine Sorge mit dem nächsten großen Update, Version 19.01 oder 1.0, sorry. Nächste Woche wird es viel, viel, viel besser. Wir werden neue Skins haben, Leaks und so weiter, worüber halt eine Menge Videos rauskommen werden. Und die erste Sache, die ich in diesem Video besprechen werde, ist sogar ein kostenloses Item. Denn vielleicht erinnert ihr euch an Kapitel 2, Season 7 war das, glaube ich, oder vielleicht sogar Season 8. Bin mir da nicht sicher. Dort gab es eine Aktion über The March, also die Marsch durch die Zeit. Das war eine Creative Map über die Vergangenheit von den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn ihr darüber informiert werden wollt, checkt einfach die Playlist von Kapitel 2, Season 8 oder von Kapitel 2, Season 7 aus. Und dort gab es die Herausforderung, wenn man, glaube ich, mindestens 30 Minuten diese Map gespielt hat, hat man ein Item bekommen. Ich glaube, das war ein Spray oder ein Banner. Bin mir da gar nicht mehr sicher. Und wenn man diese Herausforderung erledigt hat oder einfach am Event teilgenommen hat von Marsch durch die Zeit, bekommt man jetzt ein kostenloses Musikpaket namens The March. Also einfach so, wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr jetzt ein kostenloses Item. Seit gestern 10 Uhr ist die vierte Schneeschmelzstufe aktiviert. Und eigentlich gibt es hier nichts Besonderes, außer dass die komplette Wüste von dieser neuen Artemis-Insel enthüllt wurde und sogar ein bisschen mehr grünes Land. Also zum Beispiel sehen wir ein bisschen mehr grünes Land von Greasy Groove. Coney Crossroads wurde komplett vom Schnee befreit. Und ja, wir haben jetzt die komplette Wüste am Start. Das heißt aber auch, dass die nächste Schneeschmelzstufe an diesem Sonntag aktiviert wird und die übernächste entweder am nächsten Dienstag oder Mittwoch. Da müssen wir nochmal schauen, weil wir auch genau an diesem Tag, wo die sechste Schneeschmelzstufe aktiviert wird, das nächste große Update bekommen und gleichzeitig auch dort Tilted Towers freigesetzt wird. Vielleicht kennt ihr den TikToker namens KB Lame, ein TikToker, der einfach nur zum Trend wurde, weil er einfach den Leuten gezeigt hat, wie man es besser machen kann, falls die zu lost in ihren TikToks waren. Ich denke mal, er ist sehr, sehr, sehr schnell gewachsen und wurde sehr schnell Fame, aber bei seiner Instagram-Story hat er eine Story repostet oder nochmal gepostet, wo dieser Content Creator behauptet, neuer Fortnite-Skin, ja oder nein. Und dabei hat er halt KB Lame markiert und der hat es nochmal gepostet in seiner Instagram-Story. Und anhand der Instagram-Story von eines der berühmtesten TikToker, KB Lame, könnte es vielleicht in Fortnite eine Kooperation mit ihm geben. Vielleicht könnten wir sogar einen Ikonenreihe-Skin erwarten. Ob ein Icon-Seamless-Skin reinkommt, bin ich mir nicht sicher, aber eine Kooperation, vielleicht so eine Anspielung in Form eines Sprays oder eines weiteren Items kann ich mir vorstellen. Müssen wir schauen, hört sich interessant an. Gestern wurde auch ein neuer Hotfix veröffentlicht, was den Lootpool ein bisschen verändert und angepasst hat. Das hat eigentlich nur drei Waffen stark betroffen, und zwar einmal die Stachlermaschinenpistole. Nämlich der Schaden von dieser Waffe wurde reduziert, also das merkt man ordentlich. Dann wurde der Schaden des MK7 Sturmgewehres leicht reduziert und die Nachladegeschwindigkeit der automatischen Schrotflinte wurde erhöht. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht mehr so lange, um die Waffe nochmals abzufeuern. Also um die genauen Schadenstatistik nochmal anzusprechen, hier ist einmal der MK7 Schaden von der grauen seltenen Stufe bis zur mythischen. Einmal 21, 22, 23, 24, 25 und 26 war das vorher. Und jetzt ist es 20, 21, 22, 23, 24 und 25. Also einfach ein Schaden weniger. Bei der Stachlermaschinenpistole ist es so, dass es von 18, 19, 20, 21, 22, 24 auf 16, 17, 18, 19, 20 und 22 verringert wurde. Also manchmal zwei Schaden weniger oder vielleicht sogar einmal nur. Und die Nachladezeit oder die Nachladegeschwindigkeit der automatischen Schrotflinte wurde erhöht. Also davor war es 8,8, 8,4, 8, nur 8, 7,6, 7,2 und 6,8. Jetzt gibt es 6,2, 6, 5,7, 5,4, 5,1 und 4,8. Also sehr, sehr, sehr viel. Ich denke, die automatische Schrotflinte hat hier die besten Updates bekommen. Und ich denke, das werde ich vielleicht auch im Titel erwähnen, aber Fortnite kommt auf iOS zurück. Also Fortnite kehrt auf iOS zurück. Die Spieler können auf eine gewisse Art und Weise jetzt nicht originell auf den Handys wieder iOS, genau, wieder Fortnite spielen, denn es gibt eine offizielle Aussage von Nvidia. Denn die sagen, neben dem tollen Team bei Epic Games haben wir daran gearbeitet, eine sogenannte berührungsfreundliche Version von Fortnite für Mobile zu veröffentlichen, die über die Cloud geliefert wird. Das bedeutet einfach, Fortnite wird jetzt durch die GeForce auf iOS zurückkehren. Dafür wird nächste Woche eine kurzzeitige geschlossene Beta starten. Nächste Woche, also wird es einfach eine geschlossene Beta starten. Das heißt, nicht alle werden an dieser Beta teilnehmen können. Die machen einfach nur ein kurzes geschlossenes Test.
Die werden dann die Leute aussuchen und die können dann über GeForce Fortnite auf iOS zocken. Und ja, mehr dazu kann ich eigentlich nicht sagen. Nächste Woche, Montag bis Sonntag, sollte das funktionieren. Und irgendwann mal in den nächsten paar Monaten sollte das auch offiziell wirklich zurückkommen. Fortnite Competitive hat auch gestern die wichtigsten FNCS-Daten für Kapitel 3 Season 1 nochmal gepostet und die will ich auch ansprechen. Ihr müsst beachten, Freunde, bei FNCS ist es ja so, dass erstens zwei Qualifikationsrunden stattfinden werden an verschiedenen Tagen. Danach gibt es das Halbfinale und natürlich die Finals. Und das wird es auch in dieser Season geben. Die erste Qualifikationsrunde startet am 17. Februar und geht bis zum 18. Die zweite Qualifikationsrunde geht vom 19. bis zum 20. Februar. Das Halbfinale geht vom 25. bis zum 27. Februar. Wobei bei dem Nahen Osten es so ist, dass sie bereits am 24. Februar starten. Und die Finals werden vom 5. bis zum 6. März stattfinden. Und beim Nahen Osten fängt es bereits am 4. März an. Gerade eben, also heute, wurde ein neuer Hotfix für das Wettersystem gepostet oder veröffentlicht. Was heißt gepostet? Und zwar einmal das Tornado. Die Chance für ein Tornado wurde von 80% auf 100% erhöht. Also die werden auf jeden Fall spawnen in einer Runde mindestens einmal. Ein Tornado kann nun in den ersten 6 Zonen des Sturms auftauchen, was vorher nur bei 5 Zonen war. Und die verzögerte Aktivierungschance für Tornados wurde von 3 Minuten auf 2 Minuten reduziert. Was das genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht könnte es einfach nur die Spawn-Chance sein, was die jetzt auf eine andere, mit einem anderen Wort ausgesprochen haben oder gesagt haben. Und das gleiche gilt für die Gewitter. Das heißt, auch ihre verzögerte Aktivierungschance, wie es Fortnite sagt, wurde von 3 Minuten auf 2 reduziert. Also Hypixel sagt hier auch, dass es sagt, dass es eine Random Aktivierungschance ist, also Random Activation Chance. Was das bedeutet, weiß er nicht, aber er geht davon aus, dass es buchstäblich die Spawn-Chance von diesem Wetter ist. Der Gewitter selbst hat 90%, also eine 90%ige Spawn-Chance. Und ich glaube nicht, dass ich das jemals angesprochen habe, aber Mary Jane wird in Fortnite erscheinen, und zwar als NPC, vielleicht sogar als Skin, weil am Anfang der Kapitel 3 Patch-Notes wurde ja gesagt, dass Spider-Mans Freunde und Feinde erscheinen werden. Das heißt, wir können Green Goblin, Dr. Octavius oder Otto Octavius oder Dr. Octopus, der Bösewichtname, wie auch immer, Electro vielleicht erwarten, Lizard, Scorpion, wen auch immer ihr kennt, vielleicht sogar Rhino, glaube ich nicht, aber ist alles möglich. Und eines der Freunde ist natürlich Mary Jane. Und sowieso hat Donald Mustard ständig im Laufe der Season einige Anspielungen und Hinweise auf sie gemacht, weil er zum Beispiel, als Spider-Man in den Itemshop kam, von No Way Home natürlich, hat er gesagt, go get him Tiger, also schnapp sie dir Tiger. Und das ist ein typischer Satz von Mary Jane aus den Comics, in den Filmen, aber auch aus von dem Spider-Man-Spiel auf der PlayStation 4 und PlayStation 5. Und es gibt 3 NPCs, die in Daily Bugle erscheinen werden. Wer die genau sind, weiß man nicht. Man kennt nur einen, und zwar Mary Jane. Die wird einen unendlichen Netzschießer von Spider-Man für 400 Gold verkaufen. Wie oft, weiß man nicht. Das bedeutet einfach, wenn ihr die Netzschießer von Spider-Man bei ihr kauft, dann könnt ihr das unendlich mal benutzen. Also die quasi, die Netzflüssigkeit läuft nie ab oder die hört nie auf. Einer könnte auch Green Goblin sein, wegen dem Gleiter von dem Fundament, also dem Secret Skin und dem Anführer der 7. Und weil seine Animationen noch nie da waren und wie gesagt auch bei den Patch Notes erwähnt wurden, dass die Feinde und Freunde von Spider-Man erscheinen werden. Was der dritte sein wird, ist nicht bekannt. Der zweite ist auch nur eine Spekulation von Hypex. Und ich denke, Mary Jane wird sehr wahrscheinlich auch mit Version 19.10 geleakt, was dann nächste Woche erscheinen soll. Danke fürs Einschalten, Freunde, im Itemshop, falls ich das vergessen habe oder falls ihr dachtet, dass ich das vergessen habe, ist gerade ein Skin namens Wildschirm mit einem weiteren Backbling, unterschiedlichen Stilen und einer Spitzhacke, die auch letzte Woche den Spielern verteilt wurde wegen den Serviceausfällen oder Problemen. Und ja, der wurde seit Kapitel 2 Season 3 geleakt, aber wurde erst jetzt reingebracht. Und das war schon seit Anfang von Kapitel 3 bekannt. Und falls ihr ihn euch holt oder sonstige weitere Items, was Fortnite angeht, tragt doch gerne im Itemshop meinen Supporter Creator Code NightSky10 ein. Und ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn das Video euch gefallen hat. Und ich sehe euch im nächsten Video und wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein und ciao.